Wahrscheinlich mein erstes Spiel in der Super League, wo ich mein Debüt geben kann mit Thun. Ich hatte ziemlich früh mal eins vom Schappi gehabt. Das war sicher eines der ersten. Ja. Ja, wo ich Fußball über alles liebe, die Emotionen, die in diesem Spiel sind, vor allem das. Und die Freude, wenn man mit Kollegen etwas erreichen kann. Das ist eine gute Frage. Ich wäre vielleicht so in die schönen Physiotherapeuten irgendwo gegangen. Ja, jeden Tag das können machen, was man liebt. Du stehst am Morgen auf, kannst auf den Platz gehen. Ja, das macht echt unglaublich Spass und ich glaube, das ist wirklich der schönste Job, den du kannst. Das erste Mal, als ich so etwas bekommen habe, habe ich meine Kollegen vor der Schule dann einfach ins Migros eingeladen, in der grossen Pause. Das war einfach so das erste. Ja, wahrscheinlich auch ein Fußballer, vielleicht der Lionel Messi. Ja, wie er so lebt vor allem, wie er damit umgeht, wie er tagtäglich in den Medien ist mit dem Druck und ja, wie er nach dem Training probiert abzuschalten oder wie er trainiert, was er vorher und nachher macht. Ja, wäre schon sehr interessant. Vielleicht hätte ich gerne Augen am Hinterkopf, dass ich auf dem Platz noch ein bisschen, dass ich mich nicht gerne umdrehen muss und schauen, was hinten ist. Nein, wahrscheinlich so etwas wie Fliegen oder so. Ja. Eigentlich mit niemandem. Wenn ich jetzt mit jemandem schauen würde, der keine Ahnung hat, dann würde ich ihm das gerne noch ein bisschen erklären und ein bisschen mit ihm darüber diskutieren. Vielleicht irgendwas, das wird im Zürcher Dialekt vom Fasi, wo mich vielleicht ab und zu ein bisschen nervt. Ja, da gibt es manchmal eins, zwei, wo wir uns nicht so einig sind. Vor Spinneln. Grosse Angst. Ja, vielleicht nicht gerade wie der Steve, aber es geht auch in die Richtung. Donald Trump. Jetzt gerade so spontan sagen. Ja, zwungenermassen die Hunde, wo wir halt zwei haben daheim. Nein, ja, Hunde würde ich sehr gerne. Es ist nicht Katzenbüsse, sondern die Hunde. Und ja, wir trainieren hier schon seit ungefähr 13 Jahren und es ist ziemlich ein Herz gewachsen. Das Äffli, wo so die Augen, so das Gesicht hat und die Augen. Nein, also von meiner Position her lieber 3 Assists, aber jetzt, ja, ich habe noch kein Goal geschossen diese Saison. Von dem her, ja, würde ich jetzt sagen, zuerst lieber mal ein Goal. Ein hartnäckiges Tackle. Da ist dann gleich noch ein bisschen mehr irgendwie die Emotionen noch von den Zuschauern dabei und ja, Ukulele. Okay. Biografie von José Mourinho. Ja, der drei wahrscheinlich am Rad, so wie alle anderen auch. Ja, Mitschüler hauptsächlich. Ja, extrem gute Klasse gehabt über die paar Jahre im Gimmer. Es war immer wirklich mega lustig gewesen und ja, vor allem das vermisse ich da. Sehr viel. Ja, hier dürfen ja, die ersten Schritte im Junioren-Spitzenfußball machen. Ja, ich bin unheimlich viel zu verdanken. Und ja, das ist auch der Grund, dass ich wieder zurückkomme. Ja, meine Heimatstadt. Ich wohne zwar 15-20 Minuten außerhalb, aber bin gleich ja, an einem freien Namen sehr gerne zu Bern. Ich habe extrem viele Freunde von da, von früher, jetzt noch. Ja, es ist einfach. Ja, eine Liebesgeschichte mit Bern. Wenn du mehr so Videos sehen wie das hier, dann klick da. Und wenn du den IBE-TV-Kanal noch nicht abonniert hast, dann hier.